Herr, zu Fest hast du uns geladen. Mit Freuden feiern wir die Gemeinschaft mit dir, aber wir bringen auch unsere Sorgen und Nöte mit und rufen: Herr, höre uns. Herr, erhöre uns. Immer mehr Menschen verlassen unsere Glaubensgemeinschaft. Lass du sie neu das Geschenk des Glaubens erkennen. Herr, höre uns. Herr, erhöre uns. Der Ungeist der Rechthaberei macht sich in unserer Kirche breit. Herr, lass du die Christen neu den Wert der Gemeinschaft erfahren. Herr, höre uns. Herr, erhöre uns. Manche empfinden den Glauben als Belastung und Gängelung für ihr Leben. Öffne ihren Blick neu für die Freude, die aus dem Glauben erwächst. Herr, höre uns. Herr, erhöre uns. Viele trauen der Botschaft von einem ewigen Leben bei dir nicht mehr. Schenke ihnen die Einsicht des Herzens in das große Geschenk, das du uns durch Christus bereitet hast. Herr, höre uns. Herr, erhöre uns. Sorgen um die eigene Existenz und das Auskommen verstellen vielen den Blick auf den Glauben. Lass sie die Solidarität ihrer Mitchristen erfahren, die sie neugierig macht auf dich. Herr, höre uns. Herr, erhöre uns. Herr, wir dürfen deine Gäste sein. Bei dir fühlen wir uns geborgen und versorgt an Leib und Seele. Dafür sagen wir dir Lob und Dank, jetzt und alle Zeit. Und wir wollen auch beten, wie es uns heute Abend insbesondere aufgetragen ist. Wir feiern diese heilige Messe als erstes Jahrgedächtnis für Wilfried Schwebig. Im besonderen Gedenken für Peter Stotzem und verstorbene Angehörige. Wir wollen diese heilige Messe feiern für unsere Kommunionkinder, für die in der kommenden Woche die Kommunionvorbereitung beginnt. Für all jene, die in diesen Tagen ein persönliches Fest feiern dürfen und für einen jeden, der des Weiteren einen Platz in unserem Herzen hat. Herr, schenk den Lebenden deine Gnade und all unseren lieben Verstorbenen die ewige Ruhe. Herr, lass sie leben in deinem Reich. Amen.